Hey Leute, willkommen zu einem Video und zwar ist das nur ein Vlog und zwar gehe ich nach Köln heute und mit Jurena und das Ganze wird so ziemlich spontan. Mich hat mich jemand auch Telonym gefreut, wenn ich mal nach Köln kommen kann. Am Samstag, jetzt heute haben wir Donnerstag, da habe ich Jurena mal so gefragt, da haben wir mal so geguckt, wie viel das denn kosten würde und ich freue mich auch schon mega. Und ja, jetzt geht's auf jeden Fall nach Köln, beziehungsweise erstmal zum Bahnhof und dann 4 Stunden mit dem Zug dahin. I'ma go get her, and I just met her. Baby, there's no pressure, just pleasure, yeah. She got a body like a diamond, it's one of a kind. Also Leute, wir sind jetzt am Bahnhof angekommen. Und ja, was ich übrigens noch nicht erwähnt hatte, ist, dass ich mir und Jurena noch so ein Airbnb bestellt habe, so eine Wohnung gebucht. Super deutsch auf jeden Fall und die ist eigentlich auch richtig cool, aber die zeige ich euch gleich erst morgen, weil wir denke ich erst später nach Hause kommen, dass es schon dunkel ist. Hollywood, yeah, and I feel good, yeah. So misunderstood, cause we're young and we're crooked. Everybody. Oh. Als ob wir jetzt genau hier standen. Alter. Moin. Wow. Boah, ich hab das so bewegt jetzt auch. Alter, ich hab so keinen Bock mehr. Oh mein Gott. Also Leute, nach 1,5 Stunden habe ich es dann auch mal geschafft. Nach über 1,5 Stunden, ich habe so keinen Bock mehr. Marc ist auch da. Hi. Hi. Also Leute, wir waren jetzt bei der Info von der Bahn, wie man es auch immer nennt. Und ich hatte ja über 1 Stunde Verspätung und dann bekommt man ja... Das hab ich mir auch gerade gedacht. Okay, beim Kammer da 25% zurück. Ja, wollen wir raus? Wenigstens ein bisschen Geld bekommen. Jetzt gehen wir zu Mc's was essen, weil wir mega Hunger haben. Und jetzt haben wir noch so wenig Zeit, weil die Scheiße einfach so lange gedauert hat. Straßenkante da draußen. Hi. Na? Das letzte Mal, als ich mit Jurena zu Mc's wollte, sind wir einfach dran vorbeigelaufen und einfach über die Ampel gegangen, anstatt uns umzudrehen, wo der Mc's war. Und wir hatten so Hunger. Statement. Hi. Oh, geil, Statement. I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. Ja, also hallo Jana, du kannst ja leider nicht hier sein, aber auf jeden Fall liebe Grüße von mir und vielleicht sieht man sich ja nächstes Jahr auf der Gamescom oder so. Von mir auch liebe Grüße, Jana, falls du mich kennst. Super, vielen Dank. Bitteschön. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt an der Domplatte und liebe Grüße auf jeden Fall an Jana, weil sie heute leider nicht da sein kann. Und ja, wir haben ja gerade auch noch ein Video aufgenommen für sie, wie ihr es eventuell gesehen habt. Und ja. Jana, liebe Grüße, alles Gute, willst du auch noch unterschreiben? Alles Gute. Ja, los Sascha. Oh, er hat uns einfach Donuts mitgebracht, richtig lieb. Da, bist du blind? Ich muss mich das Give up, that was always the plan. It's so cold outside. Good. It's so cold outside. I'm alone. Kauft euch dieses Wasser. Ey, ich hab das auch. Kauft es euch. Hallo, Leute. Kauft es euch. Kauft euch genau was Wasser. Okay. Schneid dich raus. Los, jetzt hast du es groß angekündigt. Nein. Ja, angekündigt, der Randy zu schreien, jetzt schreit das aus. Los. Nee. Mach du's. Mach. Mann oder Memme. Mach du's. Mann oder ja, ich bin ja kein Mann. Bist du ein Mann oder ein Mann? Der hat uns doch schon gefunden. Tusa.
Was ein Ehrenmann. Oh, Sarah, ich hab schon wieder getanzt. Oh nein. Ich hasse solche Leute. Was für Ehrenmänner, oder? Guck mal, jetzt klebt ja. Aber Jorena ist keine Ehrenfrau. Bist du, bist keine Ehrenfrau. Hallo, hinter dir. Geil. Jens? Niklas. Du hast doch die ganze Zeit gerade geguckt eben. Ehrenmann. Was ist denn was? Möchtest du auch was im Video sagen? Nee. Warum nicht? Nee. Möchtest du keine Freunde grüßen? Okay. Sarah, möchtest du Leute in deinem eigenen Video grüßen? Okay. Kein Jason? Wenn du das reinschneidest, dann bist du ihre Frau Schuhe. Jorena ist heute wieder voll im Weep-Modus, ne? Im Weep-Modus? Ich versuch dich einzuweepen. Lieber nicht. Bruder! Jorena, was machen wir jetzt? Rein und vergehen. Wie geht das? Was haben wir gerade gemacht? Ey, sieht aus wie du. Peinlich. Was? Wahrscheinlich. Guck mal, wie schuldig er schon aussieht. Und wie war's? Your own journey, I got a deep thoughts. In my bed, got me feeling like a weak spot. In my head, and I ask myself to please stop. Take a breath, need to get all of these deep thoughts out my head, yeah. I just wanna be known, I just wanna be. So Leute, wir haben kurz am Rheinufer gechillt. Was? Und jetzt gehen wir in den Krieg. Kam, ja, was der Geilste. Oder, Jorena? Ja. Oder? Du hast mich ja richtig gezuhört, oh, oder? Nein. Oh nein! Ja. Jorena, hast du Bock auf das Restaurant? Nein! Doch. Die zwingen mich zum Griechen. Ich esse nichts da. Ich hab Pommes. Herr Pommes. Ja, wow. Ein geiles Gyros-Teller. Ein Döner-Teller. Döner-Teller, guck mal. Ja, genau, wenn ich einen Döner-Teller danke. Er ist ein Ehrenmann im Gegensatz zu dir. Guck mich an. Wo ist der Medium-Wörter? So. Jetzt kaufen. Hat er gemacht? Nein. Ja. Ist so, ne? Leon, ich warte immer noch auf den Merch. Immer noch. Ich hab extra meine Adresse. Auf dein Merch-Pick. Haut rein, Adi. Tschüss. Dahin gehen wir jetzt. Ich hab gerade so eingeliefert gefühlt. Ja. Ich darf ja später noch in einem Bett. Ja. Ja, wir suchen uns jetzt ein Restaurant noch aus. Wir waren gerade bei einem von. Oh, ich bin da, waren wir. Alles klar. Also, wir waren. So, ne? Oder? Ja. Warum hältst du das jetzt so komisch? Also, wir waren bei dem Restaurant von der Gamescom, aber. Das ist voll. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach einem Restaurant. Haben leider immer noch nichts gefunden. Und wir suchen. Wir gehen jetzt einfach ins nächste Vapiano wahrscheinlich. Ist das so, Sarah? Ja. Was? Sie hat gar nicht zugehört. Doch, hab ich. Was hab ich gesagt? Okay. Ja, wir werden. Wir haben über Essen geredet. Genau. Hier ist, weil wir jetzt über Piano gehen. Richtig. Hier ist Media Markt, Alter. Das stimmt. Hast du so geraten, ne? Ja. Ich bin so ein Tier. Und ja. Leute, wir müssen zur Minecraft-Ecke, wenn wir jetzt filmen. Marc bringt euch mal zur Minecraft-Ecke. Nein, mach ich nicht. Wo geht's da überhaupt lang? Sarah, du kennst den Weg doch. Zur Minecraft-Ecke? Ja. Der ist schon genau analysiert. Du. So muss das. Da kann man eine Fackel kaufen. Jetzt ernsthaft? Ja, eine Minecraft-Ecke. Dann kauft ihr eine. Kaufst du eine? Da kann man hin. Oh. Da schon, falls ihr mir irgendwann mal was kaufen wollt. Das. Für 6,99 €. Ja, cool. Mir könnt ihr einen Anime Schnapper. Wenn euch der Vlog gefällt, lasst ein Like da. Ja. Hier ist nicht eine Anime. Das erinnert mich an ein gewisses Outfit One von Piece. Overwatch. I stay in bed for the day, yeah. I think about where you lay, yeah. And the nights that we stay, yeah. All the things that you say to me. Ja, Leute, hör auf, lieber. Oh. Oh.
zieht auch das erste Feuerwerk. So spielt man heutzutage Minecraft, Leute. Leute, habt ihr schon mal so eine geile Pizza gesehen? Dann kommt so eine langweilige hier, Mensch. Oh. Also, wir waren jetzt bei Vapiano, die ihr eventuell gesehen habt, und ich hatte irgendwie so eine richtig komische Pizza. Eigentlich war ich eine kleine Pizza, aber ich habe einmal so eine bekommen. Alter, aber die ist mit 4 Euro weggekommen. Ja, ich musste nur 3,75 zahlen. Ja. Die anderen da so 8 Euro. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Der Marc hat sich einfach sein Essen bestellt. Ja. Und dann hat er seine Karte und sowas alles hingelegt, aber nicht dieses Vibrier-Ding, nur Homo bekommen. Das hat er mir einfach nicht gegeben. Ja, und dann waren wir so alle am Warten. Marc geht so mit uns nach unten, hat sich halt so an uns orientiert. Und er hat einfach keine Pizza bekommen, musste dann nochmal warten. I'm on a reach to go far. You already know I've had a couple of scars. They remind us who we are. Take me away, off to a much better place, off to a much better state. Take me away, honestly, out of this space, honestly, out of this place. 3,90 Euro kostet der Spaß. Das ist teuer. Mir kostet es 3,60 Euro. Sie sind aber auch erwachsen. Also, ja, also. Deutsche Bahn, wenn Sie das sehen, ne? Dann können Sie mal hier hingehen. Ich gebe mich nicht als 14-Jähriger aus. Das Geld für weniger. Schneller. 3 Euro noch. Wer würde er jetzt noch in den Zug gehen? Los? Was? Ja, los. Klemm dich dran. Fleißig am Flirten und Nummern austauschen. Oh, oh, die sind schon etwas fortgeschritten, Leute. Vielleicht einmal ganz fair, so. Schau mal, wenn ich einmal schnippst, kommt deine Karte ganz nach oben, richtig? Ja. Mach mal ganz auf. Und die andere auch? Also, er hat jetzt deine Karte, richtig? Ja. Kannst du irgendwann Stopp sagen? Irgendwann sag Stopp. Stopp. Hier? Ja. Sicher? Gut, dann nimm die Karte und zeig mal, welche ist das? Deine Karte. Warte mal, warte nicht da. Dreh mal um. Hä? Leute, wir sehen so aus wie Bimbos. Nee, aber wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur Airbnb-Wohnung und das ist mit einer Eiche oder so runtergefallen. Okay. Und ja, wir brauchen jetzt 17 Minuten dahin. Und ein Handy noch nicht. Ja, wir laufen da jetzt mit Google Maps hin. Ich habe keinen Bock, da noch ganz hinzulaufen. Ich will echt im Bett liegen. Hauptsache, ich muss aufs Klo. Ich war gerade in der Bahn und ich hasse es, in der Bahn auf Toilette zu gehen. Und ich habe immer Angst, wenn man dann gerade so sitzt, dass man genau dann eine Kurve bekommt oder die irgendwie stehen bleiben oder so. Das wäre immer leicht belastend. Ja, das ist echt nicht so geil. Ich bin voll pisst. Leute, stellt euch mal vor, seid gerade in der Bahn auf der Toilette und dann kommt eine Kurve oder irgendwas und ihr fallt so nach vorne und dann gegen die Tür und die Tür geht irgendwie auf und ihr liegt da so halb nackt. Schon voll geil, oder? Alter, wir kommen auf Sachen jetzt. Wir haben es gleich geschafft. Wir müssen noch diese Straße entlang laufen und dann sind wir da. Und ich zeige euch morgen an die Wohnung wegen Licht und so. Und hey, ich bin echt gespannt, wie das aussieht. Klar hat man so Bilder gesehen, aber... Ja, also in echt. Das Bett ist am Ende voll schmutzig. Nein. Ja, ich habe mich um alles gekümmert, ne? Und sie hat einfach gar nichts gemacht. Sie hat darauf bestanden. Also sie hat mich nicht gefragt, ob ich helfe. Also Leute, wir sind jetzt seit knapp einer halben Stunde oder so wieder hier. Und das heißt wieder hier. Wir sind jetzt hier angekommen und ich zeige euch, wie gesagt, die Wohnung. Morgen, die ist klein, aber fein. Es ist eigentlich echt voll chillig so. Und ich gehe jetzt duschen, deswegen war es ein bisschen mit dem Vlog. Und keine Ahnung, irgendwie haben wir heute nicht so wirklich viel gemacht und irgendwie habe ich generell gedacht, dass der Tag heute viel cooler wird. Eigentlich war es auch ein bisschen langweilig, fand ich zumindest. Ich hoffe, morgen wird es geil, darf halt auch shoppen gehen und so. Und ja, deswegen war es jetzt mit dem Vlog. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Und ja, wir gucken jetzt vielleicht Sword Art Online, falls das irgendwie hören solltet. Der Film davon. Mhm. Und tschüss. Wir schauen jetzt SEO. Geil. Jetzt wird's kuschelig, Leute.
fake it.